glaube, wenn wir jetzt hier die Treppe hochgehen, komme ich schneller zu Taya, als wenn ich den anderen Weg gehen würde. Das habe ich auch eben schon gesagt, oder? Sid, ich habe gehört, du hast mit aus Kanban. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, der NPC ist noch ein bisschen zu früh hier. Also wenn ich mal erwachsen oder der Spruch des NPCs ist zu früh. Amber da. Und das Lazarusviertel sind also... Amber ist überflutet? Ätherflut? Lazarusviertel, habe ich vergessen, was das war. Bitte noch? Ja, ich bin noch nicht so spät. Gut, dass du zurück bist. Taya steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ist das das Richtige? Ja, ich bin ein Auge. Ekelhaft. Ja, ist es. Danke, Clive. Ich gebe Patienten nur ungern Elysia, aber... Taya hat recht. Manchmal geht es nicht anders. Eine einzige Dosis betäubt selbst den quälendsten Schmerz und alle anderen Empfindungen. Eine sanfte Art zu sterben, aber der Tod ist es trotzdem. Ja. Gäbe es nur einen anderen Weg. Ja, gibt es nicht. Gegen den Fluch kann man nichts machen. Also vielleicht alle Mutterkristalle zerstören, vielleicht hilft das, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Wie fühlst du dich? Leicht. Befreit. Als triebe ich im Meer. Gut. Lass einfach los. Die Wellen werden dich an einen besseren Ort bringen. Danke, Taya. Ich... bin so stolz auf dich. Das ist bestimmt ihr Vater. Wegen dem Spruch gerade mit dem Stolz sein. Das ist bestimmt ihr Vater gewesen. Er ist tot. Danke, Rodrigue. Und dir, Clive. Ich werde ihn zur letzten Ruhe betten lassen. Der Mann, dem du geholfen hast, war mein Mentor. Ah, Mentor. Auf den südlichen Inseln, an der Front eines sinnlosen Krieges. Ich war noch ein Kind, als man mich in Sanitätszelte schickte, um mit meiner Gabe zu helfen. Doch die Fäule war überall und ich konnte kaum etwas tun. Bis dieser Mann mich in der Kunst der Heilung unterwies. Eine Kunst mit großem Nutzen. Die Tränen der Gnade waren sein Geschenk an alle leidenden Träger. Eine Erlösung von den Qualen, die der Fluch bringt. Eine Gnade, die Sid gut geheißen hätte. Du weißt so gut wie ich, wie das Leben eines Trägersoldaten ist. Er zieht von einer Schlacht zur nächsten. Und jede könnte die letzte sein. Clive war ja selbst einer. Meine Kommandanten mögen all die verschlissenen Träger ja egal sein. Doch das Geschenk meines Mentors gewährt den Sterbenden wenigstens am Ende einen flüchtigen Moment der Ruhe. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Dafür habe ich zu viele Menschen verloren. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen die Veränderung herbeiführen. Wir sind dabei. Das werden wir. Versprochen. Das hoffe ich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gerade war es doch ganz lustig mit Schlägern und so und jetzt plötzlich Sterbehilfe. Willkommen beim Stillen Stifter. Ah, da sind noch mehr Dinge aufgetaucht. Also heißt es, das wäre nicht das letzte gewesen. Ja, das wäre es ja auch. Gott. Nochmal über 1000 muss ich sammeln. Das Self-Forbidden.
Zis, Relikte Gefallenen, Genji-Handschuhe, Ohrringe der flinken Schütze, Eiererz, Virit, hinterhaltige Asche und Fertigkeitspunkte, 2500, meine Güte. Eine überzeugende Vorstellung. Natalia berichtet von einem unerwarteten Überschuss in Dalemis Speicher und es ist ihr Wunsch, dass ein gewisser Lord Underhill am Segen der Stadt teilhaben möge. Sie ist als Zeichen der Dankbarkeit für seine vergangene Hilfe der Leistung Victor. Nur für dich. Okay. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Hauptquest machen. Sonst haben wir gerade nichts zu tun. Das ist August, ne? Ja. Dass er nicht einfach nur ein NPC ist, der auftaucht, wenn alles gut bei dir? Eine Quest ist, sondern dass bitte er auch schön. Immer da ist. Drumlord. Genug gesehen? Wir haben keine Quests. Ich denke mal, am Jagdbrett dürfte auch nichts sein, weil die Mobol war das letzte. Erstmal. Ich versuche nochmal das zu lesen, was da jetzt kommt, aber ich bin meistens langsamer, als was da steht. Über die Abenteuer von Hector den Furchtlosen. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Eines Tages führte meine Reise mich in den Süden von Ashrakut um. Den Süden? Das Gebiet gehört den Orks. Ja, mittlerweile gehört es eher der Fäule, aber die Orks scheint es nicht zu stören, dass sie sich das Hutland mit ihnen teilen müssen, Kupo. Sie brauchen keine Mutterkristalle, um dort zu überleben, genau wie ihr hier, Kupo. Ihr Geheimnis, um sich zu stärken, kann über Listungskupo. Zum Glück fassen wir uns hier im Versteck nicht gegenseitig auf. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was Molly in ihren Eintopf tut, Kupo. Okay, ein paar Worte habe ich ausgelassen und ich konnte auch nicht alles lesen, weil der Text immer so schnell weg ist. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben, als die das so gemacht haben, dass der Text mega schnell verschwindet. Weil wenn er sprechen würde, wäre das mir scheißegal, aber der macht nur Kupo. Oder er macht Geräusche. Er macht nicht mal Kupo, er macht Geräusche. Ich hätte mal lesen sollen, was das für ein Ort ist, weil das ist nicht Kanva. Egal. Die Metallwerke, genau. Hallo Torgal. Wenn Torgal hier ist, sind wir auch hier. Natürlich sind wir hier, aber anscheinend schon etwas länger. Ich habe ja dieses komische Gerät gefunden, das Sid gemacht hat. Ich wusste es, Clive. Paps hatte den Durchblick. Er wäre stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einherja ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Paps Mithril-Antrieb hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Clive, was weißt du über Barnabas Tarn? Nix. Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Und dass sein Schwert, Odins Schwert, selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen für unser Überleben. Überleben? Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier! Mit! Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können! Heilung! So, wissen wir auf einmal das... Wieso haben wir auf einmal Angst, dass hier jemand einbricht? Okay, wir sind zu seid ihr bereit? Fünft.
Okay, Akasische. Ganz schön viele Akasische. Sie kommen! Kommt doch her. Zack! Ich mach mal Lebensferner. Treffe ich tatsächlich mit den Einzelnen da? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nur den Einzelnen getroffen. Steht dein Angebot noch, Gerf? Wie sieht's aus mit? Du hast doch gesagt, das Schiff sei schnell! Das ist gut, dass ihr in einer Reihe steht. Aber ich kann sie erst besiegen, sobald sie hier rauskommen. Ja, okay, das war eine Verschwendung von Gigaflare. Halt! Ich habe mich seit Jahren nicht so lebendig gefühlt! Kommt ruhig! Wer von euch will meinen Oger schlechter als nächster kosten? Ich sehe eben nicht nach Herzbrecher. Bewegt euch, ihr Fußbringer! Dann dürft ihr mich bitte nicht absaugen! Da geht man näher an sich. Zu mir! Geh mal hier aus dem Weg. Gigaflare, ich glaube, der Gigaflare ist nicht so nützlich, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber der ist auf jeden Fall nicht sicher als gerade eben noch gewesen. Hat der Akasische gerade was gesagt? Also, wir können Akasische reden, das wusste ich gar nicht. Alles okay? Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle Mann an Bord! Es kann losgehen! Aye, aye, Captain! Los. Irgendwas ist los. Du bist mich verarschen erlebt? Aber ich dachte, er wäre... Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Ist er unsterblich? Sleipnir ist kein Mensch, sondern eine Schöpfung Odins. Was soll das heißen? Feuriger Phönix Federbusch? Hast du keine normalen Feinde? Muss ich jetzt einen Haufen von denen besiegen? Bereit für Runde 2? Na logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannten mich die Leute den Vollstrecker. Oder war's meine Axt? Ach egal, gleich werden hier ein paar Köpfe rollen. Matt, neuer Plan! Lauft aus! Wir folgen! Folgen? Weil die schwimmen? Ach, hol mich der Ankerlichten! Okay. Antrieb, langsam voraus! Wie folgen wir denn? Gebt acht, Freunde. Durch die Adern eines Egi fließt kein Blut. Sie werden leicht zu besiegen sein. Eines Egi? Oder habe ich das Wort verstanden? Ich werde sie fällen. Ich hab's verkackt. Wie der Holzfäller seine Eichen schlägt. Mein Bein wird euch beugen.
Die halten aber nichts aus im Gegensatz zum Original Slepnir. Wie lange sollen wir sie noch hinhalten? So lange wie nötig. Oder hast du eine bessere Idee? Na, mindestens 5 von denen habe ich schon erledigt. Ich habe noch mehr erledigt. Das sind 5. Den Rest schaffen wir auch. Zack. Die spawnen, glaube ich, unendlich nach. Ich glaube, ich muss eine Zeit lang überleben. Würde ich jetzt mal denken. Ich war viel zu weit weg. Wollen wir aufs Schiff? Noch nicht. Ich gebe das Signal. Sterb. Ich glaube, das war doof, weil da nur einer steht. Ist hier noch irgendwo? Ich kann keinen treffen. Wie kommt man denn da auf Schiff, wenn schon raus ist? Schnell! Aufspringen! Nee, das lässt du schön sein. Können die das überhaupt? Sind die so gelenkig? Vor allem Byron? Der Byron schafft das. Was ist mit Clive? Ja, Byron, okay. Sowas in der Richtung habe ich erwartet. Das schaffe ich nicht. Also schafft Clive nicht. Oh, nicht da rein. Entkommen. Dass das einen Victim-Vorfall gibt. Weglaufen. Der haltige Asche und Wirrit. Los mit! Vor allem du, Clive. Du bist der Einzige, der da hängt. Na, Diagolf. Das ist nicht unser Schiff, die Einherjahr. Da ist ein Schiff am Schiff. Oder habe ich das falsch gesehen? Chill. Man nimmt hier überall tote Valuta. Was willst du? Sie hat diese Fesseln an. Ich verhindere, dass sie ihre Dominus-Kräfte benutzen kann. Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. Bei den freien Städten von Canva, okay. Das ist die Enterprise. Sind wir jetzt drauf? Die Enterprise? Ja, habe ich gesagt, ich weiß. Hier wird nicht gefaulenzt! Je länger wir stillstehen, desto mehr müssen wir wieder aufholen! Aber wir müssen doch Clive da hochholen, oder? Erstmal nicht machen, danke. Ja, Joshua. Wäre zu schön, wenn Mit einen Antrieb über hätte. Wo geht er denn hin? Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab.
Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive? Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja, und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Ha. Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Pass auf dich auf. Ich habe dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Ich hoffe schon. Oh nein. Nicht runterfallen. Bis bald. Ich hoffe, ihr müsst nicht so weit rudern. Durchziehen, Freundchen. Gut. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Auf dem Holzschiff einen Feuerball in der Gegend rumfliegen lassen, ist auch nicht gerade sehr sicher. Was ist denn hier los? Chasia, heiliges Kaiserreich von Dreck. Dion. Du hast dich nicht geschont. Gregor, hab Gnade. Wie kam der eigentlich bis hierhin, wenn er so im Eimer ist? All das ich. Dass er den Kampf überhaupt überlebt hat mit... Was habe ich getan? Gegen... Ifrit und Phönix. Na, das kleine Heilmädchen. Milord. Ich frage mich, wer das ist. Weil immer gezeigt wird, dass da irgendwie so ein kleines Mädchen irgendwie irgendwas macht. Auf da der Einherr ja hinterher. Aldia Golf. Offenes Meer. Mit seinen sanften Strömungen und dem milden Klima ermöglicht der Golf eine schnelle und ungefährliche Reise zwischen den Dominomen, Oriflam und Stunheer, um die gefährliche äußere See durchsegeln zu müssen. Okay. Kann man nochmal ein bisschen rauszoomen? L3. Aldia Golf Enterprise. Die Enterprise, ja. Ich meine, ich habe sowieso erkannt, dass es die Enterprise ist. Es ist noch ein weiter Weg bis nach Valut. Aber wer nach Norden will, muss Semmekes umfahren. Und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis nach Stonehill. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive.
Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Was ist los? Einherjahr gesichtet. Jawoll! Oh Mann. Nicht, dass die auf uns warten oder so ein Käse. Aufwachen, Jungs! Volle Kraft! Die Öfen müssen Funken sprühen! Hey, hey. Spürst du das? Ja. Alle Mann! Auf die Posten! Zeigen wir ihnen, was du drauf hast. Da ist er. Der Penner in voller Montur. Wie eine Motte. So folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Doch jeder meiner Versuche, ihre Seelen zu trennen, hat die Bindung nur fester werden lassen. Faszinierend. Wird zu Odin? Nicht ganz. Meiner Klinge hat bislang jedoch nichts widerstanden. Oh nein. Die Enterprise. Die Enterprise. Oh Scheiße, die wandern. Die werden so getroffen. Oder nicht. Barnabas. Hart Backbord! Köpfe runter, ihr Schrubber! Rammen in sie rein! Oh Mann. Er kann fliegen? Oh Mann! Das ist eine gute Idee, war. Dann rüber! Als erstes Jill! Ich finde sie. Oh, moin! Er ging Joshua. Verdammter Scheiß. Halt, Steuerbord! Was ist mit Clive? Wissen wir, was da gerade los ist? Durch das Meer. Wissen wir gerade, was da los ist? Gegner nähern sich. So. Hallo, moin. Irgendwo ist hier ein Magier, den hätte ich gern. Der Magier. Dass ich nicht auswählen kann, wenn ich auswähle. Ich analysiere. Das war falsch. Egal. Ich habe keine Heiltränke gekauft. Fällt mir gerade ein. Was vielleicht ein bisschen schlecht war. Wo kommst du denn her? Hier, ich mach mal den hier.
Zack. Flair. So. Ich guck mal. Was ist das denn für ein komisches Schiff? Ein Schiff? Gut, ein Schiff. Das hier am Rand gehört quasi mit so einher, ja. Weil da ist eine Tür, was in den Hauptteil des Schiffes reingeht.